Wollte doch auch gerade ins Bett gehen. Okay, jetzt ist schon der nächste Morgen. Wir haben aber nicht geschlafen. Gut, es ist. Also bis 1 Uhr sollten wir auf jeden Fall im Bett liegen. Wir schnabulieren mal den Brombeersaft. Gibt uns ein bisschen Energie wieder. Oh, wir können hier ins Haus. Ach, hier kann man schlafen. Ja, toll. Es ist zu spät. Also es ist ein Gasthaus. Wo ist mein Zimmerschlüssel? Ja, das weiß ich auch nicht. Liegt der hier irgendwo rum? Ist das eine Nebenquest? Gute Frage, ne? So, wir sollten aber, wir lassen uns hier nicht ablenken, wenn es so viel zu sehen gibt. Wir sollten am Hafen die Leute fragen. Ja, den netten Herrn da unten. Mit seiner Story. Mit seinem kleinen Fischerding. Ist echt süß hier. Hübschamses. So, eintreten. Hallo nochmal. Hey, die Dame möchte nicht mit mir reden. Ja, weil du mit solchen Manieren hier nicht weiterkommen wirst. Ich traf einst einen Mann, der ein Butler war. Er lebte in einem riesigen Haus. Er kümmerte sich gut um seine Herren. Auch wenn ich solche Dinge nicht gutheiße. Aber er fand einen Jum-Jum im Esszimmer des Hauses. Die Sache ist, er begann nicht zu schreien, sondern blieb ruhig. Er hat sich einfach daran gemacht, die Situation zu lösen. Weißt du wie? Nein? Ich auch nicht. Das ist sein Geheimnis. Er wollte es mir nicht verraten. Und was mache ich jetzt? Frag einfach Kind. Okay. Hey, weißt du irgendwas über eine Dame namens Saimi? Es tut mir leid, wir sind Kaufleute. Solange du uns nichts für einen Tausch anbieten kannst, sind unsere Münder versiegelt. Naja, nicht komplett. Das stimmt. Ich traf einst nämlich ein Paar am Ufer von Orestea. Welches? Na gut, ich verstehe schon. Pass auf, ich brauche etwas Faden. Nimm dir ein paar Baumwollsamen. Ich verrate dir, wie man ihn herstellt, nachdem du die Baumwolle geerntet hast. Bring mir dann den Faden und wir können dir mehr verraten. Okay, sehr schön. Ich habe das Rezept für Faden gelernt. Stelle einen Faden in deiner Werkstatt her und bringe ihn nur. Ja, habe ich eine Werkstatt auf dem Boot? Wahrscheinlich nicht, ne? Beschleunigen, rückwärts im Boot schlafen, Boot verlassen. Nee. Das sieht nicht gut aus. Komme ich hier aufs Dach? Sehr gut. Bevor wir nach Hause zurück auf die Insel fahren, möchte ich aber nochmal erkunden. Der Tag ist ja noch jung. Brauchen zwar dringend irgendwas Essbares bald. Aber hier gibt es bestimmt noch so viel zu sehen, das möchte ich nicht verpassen. Die Frau sucht nach ihren Schlüssel. Ist da hier irgendwo ein Busch? Hallo Kind. Mein Onkel sollte eigentlich diese Kisten ausladen, aber er ist verschwunden. Das ist schlecht. Oh, wer bist du denn? Sprechen. Du hast wirklich tolle Ohren. Oh, danke, kleines Mädchen. Ich bin nicht klein. Ich verstehe. Oh, du bist eine Abenteurerin. So wie ich. Ach, wirklich? Natürlich. Alle Abenteuer laufen barfuß umher. Weil uns nichts aufhalten kann. Ich bin Koa, die Abenteurerin. Ich bin Onso, Katzenkind und Abenteurer. Ein Katzenkind? Was ist eine Katze? Nun, so etwas wie ich, aber etwas kleiner. Und was machst du hier? Ich reise um die Welt und sammle alle möglichen Informationen. Ich habe ein Tagebuch, das meine Vorfahren geschrieben haben.
Und ich schaue nach, ob sich seitdem auch nichts verändert hat. Toll, ich bin beeindruckt. Steht in dem Tagebuch auch etwas über mich? Nein, eine kleine menschliche Abenteurerin wird nirgendwo erwähnt. Was ist denn ein Mensch? Du weißt wirklich gar nichts, oder? Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Komm, stell mir eine Frage. Egal wo. Ich bin mir sicher, dass mein Tagebuch die Antwort enthält. Okay. Ich muss mit der Dame im Leuchtturm reden. Lass mich nachschauen. Dame? Leuchtturm? Aha, eine seltsame Dame, die in einem Leuchtturm wohnt. Hier steht, dass es nicht leicht ist, mit ihr zu reden. Sie legt viel Wert auf Manieren, empfängt ungern Gesellschaft und liebt Karten. Ich muss mit ihr reden. Pass auf, wir machen Folgendes. Vielleicht liest sie gerne. Falls ja, bin ich mir sicher, dass sie Romane liebt. Niemand kann einem guten Abenteuerbuch widerstehen. Hier, bring ihr dieses Buch. Vielleicht schaffst du es damit, sie davon zu überzeugen, mit dir zu reden. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Von nun an bin ich dein Mentor für Abenteuer. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas brauche. Okay, cool. Ja, das hat doch super geklappt. Oh, das Kätzchen. Oh, was wieder der Hund. Hier, guck mal. Kann ich dich füttern? Da, schau mal her. Oh, es liebt mich, das Hündchen. Kommst du mit? Bist du mein Hündchen? Oh, ich habe einen Hund. So. Wir versuchen das mit dem Buch jetzt noch. Das hat ja wunderbärchen funktioniert. So, warte mal, kamen wir da? Hallo, lass mich hüpfen. Hier den Weg hoch. Wir müssen auch bald wieder selber was essen. Ist ja stressig hier. Hier lang. Ich glaube, jetzt gehe ich wieder den Weg außenrum, ne? Ja, ich bin wieder von hinten den Berg hoch. Egal. So. Klopf, klopf, da bin ich wieder. Sei nett zu allen Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Aber ich hatte gar keine Chance. Sie sagt nochmal dasselbe. Na gut, da müssen wir eventuell erstmal die Probleme der Inselbewohner beheben. Ganz toll. Okay, aber hier haben wir noch ein bisschen Erz. Oh, sehr schön. Materialienfarm ist doch immer gut. Ist das ein Schrottplatz? Das könnte ein Schrottplatz sein, ne? Mit der Hand. Oh ja, ich bin voll erschöpft. Kriegen wir den Stein hier noch? Oh, das wird knapp. Habe ich noch was Essbares? Rohe Karotten. Ja, ich brauche mehr Energie, nicht wirklich Hunger. Naja, sollte reichen. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. Oh, das sieht nach Gold aus, ne? Golderz. Also, es gibt auch noch Werkzeug-Upgrades, gut zu wissen. Wahrscheinlich auch die Bäume hier funktionieren auch nicht mit meiner Axt. Gehe ich mal stark von aus. Es wird langsam schon wieder dunkel. Was sagt denn das Schild? Nix. Auch schön. Hier können wir noch Erze sammeln. Sehr gut. 5 Eisen haben wir schon. 8 Kupfer und 39 Steine. Ui. Ist auch hübsch hier. Was steht da? Gmmu. Ich kann die Schrift nicht lesen. Ja, uns bleibt, glaube ich, nicht
viel anderes übrig, mit unserem Boot erstmal wieder nach Hause zu fahren. Häschen. Das ist ein Häschen. Nicht wegkoppeln. Hallo, Häschen. Na, nee, oh, ist er schnell. Warten Sie. Bleiben Sie stehen. Oh, ich dachte, ich könnte hier auffüttern. Ach ja. So. Wo ging's denn jetzt wieder zum Boot? Da hinten? Ne? Oh, da wird schon wieder dunkel. Oh, ich will doch erkunden. Warum ist die Nacht so schnell um? Und haben wir noch ein kleines Campinglager. Mal gucken. Nicht schlafen? Nee. Zerbrechen? Ich brauche einen besseren Hammer. Okay, schade. Nehmen. Oh, ich hab lecker Ei gefunden. Ja, wem auch immer das gehört, ich hoffe nicht dir da hinten. Oben haben wir noch ein Haus. Ach, hier sind wir wieder an dem Ding. Okay. Ich versuche jetzt aber mal zu unserem Boot zurückzukommen. Dass wir zurück zu unserer Insel fahren. Haben wir bei uns Baumwolle? Nee, ne? Reicht die, die er uns gegeben hat? Will der jetzt echt, dass wir mit dem Boot zurück nach Hause fahren? Die Wolle verarbeiten und dann wiederkommen? So ein Und her Getue. Was haben wir hier? Achso, das ist deswegen Krankheit geschlossen. Wo ging's runter? Wo bin ich hier? Und ihr seid so süß. Hier. Da ist der Hafen. Oh, dann mal ab ins Boot. Und dann fahren wir mal zurück. Vorsicht. Ja, wir haben noch genug Sprit, das sollte reichen. Es ist schon spät. Wir sollten mit dem Weitersegeln bis morgen warten. Okay, gut. Da wird uns die Entscheidung abgenommen. So. Offene See. Wellengang. Hui. Und da sehen wir auch schon wieder unsere kleine Insel. Juhu. Hallo, wir sind zurück. Okay, vorsichtig ranfahren. Ach, ich sehe jetzt erst das Napopo da vorne auf dem Boot sitzt. Das ist ja niedlich. Okay, Boot verlassen. So. Okay. Und platsch. Hast du jetzt noch was zu sagen? Napopo. Hm. Was hast du denn? Hast du Hunger? Ja! Ist es das? Ich schätze, ich könnte dir etwas Saft bringen. Der ist wirklich gesund. Hast du jemals Saft probiert? Saft ist wirklich lecker. Früher habe ich Saft gehasst, aber jetzt liebe ich ihn. Okay, wir sollen apropos einen Brombeersaft machen. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Unsere Energie ist auch nicht so dufte. Oh, ich hoffe, wir haben genug Brombeeren. Sieht nicht so gut aus. Unsere Felder sind aber gewachsen. In der Zeit, wo wir weg waren, schön. Unsere Bäume auch da hinten. Orangen können wir auch mal mitnehmen. Kann ich dich zerbrechen? Nein, ich brauche einen besseren Hammer. Ja gut. Eine Orange. Da wächst auch noch eine Orange. Zwei sogar.
Okidokili. Küche. Wir können einen Saft herstellen. Sehr gut. Dann haben wir den für Napopo und wir machen uns einen Orangensaft. Okay. Werkstatt. So. Sollten wir ein Seil herstellen oder sollten wir Faden? Ne, wir sollten Faden herstellen, ne? Aus Baumwolle. Die wir nicht haben. Wo kriegen wir denn Baumwolle her? Oder sollten wir ein Seil machen? Warte mal, irgendwie konnte man sich nochmal. So. Stelle einen Faden, in deiner Werkstatt her und bringe ihn nahe, damit er dir hilft. Zwei Fäden, okay. Bereit etwas Brombeersaft zu, spreche mit Onzo für den nächsten Auftrag. Ah, okay. Ah, ist das ein Freundschaftsbalken? Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ich bringe Napopo auf jeden Fall jetzt erstmal ihren Drink. Und dann gucken wir mal, dass wir den Steg vielleicht heute reparieren. Hi. Er ist lecker, oder? Ja, sie freut sich. Und er ist übrigens super frisch. Jaja hat immer Saft für mich gemacht. Hast du eine Jaja? Oh, entschuldige, das tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir, was auch immer du brauchst. Ja! Gut, wir geben ihr den Brombeersaft. Sehr schön. So, dann können wir ein paar Bäume fällen. Nehmen wir mal die bei unserem Haus. Oh, du hast zumindest schon mal Samen. Das ist gut. Du hast auch einen Samen. Wir sollten die eigentlich jeden Tag, wenn wir auf unserer Insel sind, mal rumlaufen und suchen. Damit wir immer genug haben. Zack, zack, zack. Dich fällen wir auch noch. Wir brauchten eine Menge Holz, ne? Ich glaube nicht, dass das reicht. Ah ne, wir brauchten ja Bretter. Wie viele Bretter bekam man aus einem Holz? Das ist jetzt die Frage. Werkstatt, Bretter. Aus zwei Holz ein Brett? Brauchten 8, ne? Ja, das kann auch dauern. Da müssen viele Bäume für leiden. Wie viele Fäden hatten wir denn jetzt? Ach, wir haben Baumwollsamen. Ach, die können wir bei uns anpflanzen. Ach so. Ja, gut. Dann ernten wir hier noch die Möhren. Dann haben wir 2 Möhrenfelder und 2 Baumwollfelder. Oder auch nicht. Pflanzt man die hier so hin? Ach, oh, wir können Apfelbaum pflanzen. Ich möchte einen Apfelbaum haben. Wie pflanze ich denn jetzt die? Ach so. Okay, ich bin doof. Ich bin einfach doof. Okay? Einigen wir uns darauf. So. Baumwollfelder. Sehr schön. Ihr braucht 6 Tage. Na gut, haben wir genug Zeit, unsere Insel ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ist ja auch nicht schlecht. Holz. Wir müssen Bäume fällen, so leid mir das für die Bäume auch tut. Aber wir brauchen das Holz für den Steg. Koa ist erschöpft. Ach, verdammt. Habe ich noch was Nahrhaftes? Du gibst mir viel Essen, aber auch viel Energie. Du gibst mir genauso viel. Ja gut, trinken wir den Orangensaft. Also Hunger ist immer recht voll, aber dafür ist die Energie immer sehr weit unten. Das finde ich jetzt nicht so praktisch.
Boah, ist immer schwer, welcher Baum ist jetzt schon groß und welcher noch nicht wirklich. Und wo kriegen wir noch mehr Samen her? Die gehen uns aus. Okay, die Zäune hier kann ich kaputt machen. Kriege ich dafür auch Holz? Ja, wir kriegen Holz wieder. Okay, dann mache ich euch nämlich hier schon mal weg. Das kann ich dann irgendwie mal anders irgendwann gestalten. Puff. So, 11 Bretter, das reicht. 11 Holz, das reicht wahrscheinlich immer noch nicht. Wir gucken nach. Bretter. 5 können wir machen. Errungenschaft freigeschaltet. Klammsee. Wie viel haben wir? 7. Wir brauchten 8. Okay. Dann muss leider ein Baum. Ein Baum muss noch dran glauben. Dann nehmen wir dich direkt hier. Dann müssen wir dringend neue pflanzen. Das machen wir auch direkt hier vor Ort. 2 Samen haben wir nur. Das ist belastend. Das ist nicht gut. Wir können hier aber noch ein paar Brombeeren pflanzen. Umso mehr Brombeeren, umso besser. So. Das ist echt kompliziert, hier vernünftig zu steuern, wo man die haben will, ne? Da wächst ein Apfelbaum, die Baumwolle wächst. Der Tag ist noch jung, aber unsere Energie ist schon wieder am Popo angekommen. Wir haben noch ein Spiegelei. Für Energie. Und gucken jetzt mal, was unsere Höhle noch zu bieten hat. Ob wir noch ein paar Erze finden können. Und dann hauen wir uns hier auch schon wieder ins Bett. Na, sehr schön. Und euch noch. Gut. Was wir haben, haben wir. Die Sonne scheint. Und wir joggen mal zurück und legen uns schlafen. In der Hoffnung, dass die Energie dann auch endlich mal wieder ganz oben ist. So. Und gute Nacht.